Sie hören CropFM Ausgabe 254. Mein Gast heute Abend Robert Fleischer und es geht um Exopolitik und instrumentelle Transkommunikation. Wer heute mitmachen möchte am Gespräch und Fragen stellen möchte, der kann sie gerne einbringen über cropcom, cropfm.at, cropfm.at, der Cropcom-Button blinkt schon, einfach draufklicken, Frage reintippen und ich gebe die Fragen dann sehr gerne vor dem zweiten Teil an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man beziehen von der Startseite von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, dort findet man auch den Link auf das E-Mail, das man mir schicken kann, oder einfach cropfm@moor.at ist die Adresse. Podcast und ein Archiv steht zur Verfügung, alle Sendungen, fast alle, sind dort herunterladbar, also MP3 oder Real Audio. Natürlich im Archiv kann man auch einzelne Sendungen verlinken, was mich natürlich immer sehr freut und auf das ich eigentlich bestehe, wenn man das Ganze auf YouTube lädt etc. Das Forum wird betreut von Valatur, Unarmed, Wingman, Eraser und befüllt von allen weiteren Mitgliedern mit spannenden Diskussionen und Kommentaren zu Sendungen oder sonstigem Weltgeschehen. Coverbild ist auch heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet, finde ich wirklich sehr schön heute. Wirklich sehr schön umgesetzt. Danke an Matthias, wie immer. Das CropFM-Shirt gibt es auch zu beziehen. Ist jetzt rechts oben auf der Startseite gleich zu finden. Und man kann dieser Sendung auch mit einer kleinen Spende helfen. PayPal oder Überweisung. Spendenbutton findet sich auch relativ gleich am Anfang der Startseite zum Beispiel oder im Archiv. Und an dieser Stelle natürlich immer ein großes Danke an alle, die die Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Die Wissenschaftler entdecken magnetischen Effekt von Licht, ein Artikel auf golem.de erschienen. Wissenschaftler in den USA haben eine Entdeckung gemacht, die zur Entwicklung neuer Solarzellen führen könnte. Das Team der Universität des US-Bundesstaates Michigan in Ann Arbor um den Physiker Stefan Rand hat herausgefunden, dass die magnetischen Effekte von Licht deutlich größer sind als bisher gedacht. Diese Eigenschaften könnten zur Stromerzeugung mit Hilfe neuartiger Solarzellen genutzt werden, die ohne Halbleiter auskommen. Wenn Licht in der richtigen Intensität ein elektrisch nicht leitendes Material wie etwa Glas durchdringt, entsteht ein Magnetfeld, das deutlich stärker ist, als die Wissenschaftler erwartet haben. Das Feld ist etwa 100 Millionen Mal stärker, als sie geglaubt hätten. Das ist eine sehr sonderbare Interaktion, gibt Rand zu. Deshalb ist sie wohl auch über 100 Jahre übersehen worden.
Interessant wäre zum Beispiel auch zu finden, ob die Heimsche Theorie zum Beispiel diesen Effekt vorhersagen könnte. Okay. Make a phone call using thoughts. Ziemlich gruselig auf Time Machine in einem Artikel. A new brain interface is being explored by researchers in San Diego, California, which could enable you to make calls just by thinking of the number. Participants who used it found it to be almost 100% accurate, though some people achieve higher accuracy than others. The inventors, neuroscience researcher Zi-Ping Jung and colleagues from SWAT Center for Computational Neuroscience at the University of California. Und weiter dann in diesem Artikel, Electroencephalogram EEG electrodes on the scalp record brain activity and EEG headband is hooked to a Bluetooth module which sends signals to the phone. Ein Brain-to-Bluetooth-Interface also. Und die Frage ist eigentlich nur, wo liegen die technischen und wo die ethischen Grenzen derartiger Technologien? Trau deinen Augen nicht, Ausgabe Nummer 6. Gerhard Gröschel hatte eine Sichtung am 22. März und zwar um 20.46 Uhr. Da war es soweit, am 22. März 2011, also vor ein paar Wochen. Gerhard Gröschel bekam erstmals eines dieser Objekte zu Gesicht, denen er schon seit fast zwei Jahrzehnten mit ausgefeilter Technik nachspürt. Und was für eines. Die vermuteten Ausmaße, Höhe und Geschwindigkeit des beobachteten Boomerangs sprengen eigentlich so ziemlich alle Erwartungen, würde ich sagen. Ein unidentifiziertes Objekt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe Gerhard Gröschel am 19. April ans Telefon bekommen und dieses Interview gemacht, das circa 33 Minuten lang ist. Es kann ab heute Abend heruntergeladen werden und wird dann mit dem Archiveintrag zur heutigen Sendung auch verlinkt sein. Hier eine kurze Zusammenfassung der Sichtung von Gerhard Gröschel selbst. Sternenklarer Himmel, man hat die Sterne gesehen. Jetzt muss man wissen, ich habe mein Schlafzimmer in einem Reihenhäuschen unterm Dach, habe zwei schräge Fenster, sehr große, eins nach Westen und eins nach Osten. Und unter dem Westfenster habe ich mein Bett stehen. Also wenn es schön Wetter ist, dann schiebe ich das Fenster zur Seite und nehme das Fernglas und tue aus dem Bett raus die Sterne angucken. Also sehr bequem. Auf jeden Fall liege ich da so im Bett aus. Ich war nicht krank, aber es gab andere Umstände. Ich liege da so auf dem Bett und schaue aus dem Fenster raus und denke, ah, wie schön die Sterne und so weiter, klarer Himmel. Es war einfach schön anzugucken. Und dann sehe ich, wie da, erst habe ich gedacht, eine kleine Wolke, die ankommt. Und ich denke, hey, eine Wolke, die sich so geradlinig bewegt. Und das bei sternklarem Himmel. Habe aber immer noch gedacht, naja, eine Wolke. Deshalb mache ich das Fenster nicht auf. Und dann kam das Ding näher, relativ schnell, zügig. Es war aber nicht so, dass es gerast wäre. Die Bewegung war sehr ebenmäßig. Und dann sehe ich, hey, die Wolke von vorne sieht ja aus wie ein Dreieck, kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich noch eine Sekunde überlegt, ob es sich überhaupt lohnt, das Fenster aufzumachen. Solche Gedanken muss man sich echt geben als UFO-Forscher. Ich habe wirklich überlegt, ob sich das lohnt, das Fenster aufzumachen. Und wie ich so bin, kommt das Ding immer näher und dann entscheide ich mich, das Fenster aufzumachen. Dann war das Ding aber schon so groß, mein Fenster ist ungefähr mehr als einen Meter breit, dass der eine Flügel, so wie ich es gezeichnet habe, der linke Flügel bereits voll überm Fenster war. Ich reiße natürlich das Fenster auf und sehe zu meiner Überraschung, das ist ja gar keine Wolke. Es ist ja wirklich das, was ich gesehen habe. Es ist eine Form, eine Dreiecksform. Das Ding war bereits über meinem Kopf drüber. Ich drehe mich um, dass ich sehe, über den Dachfirst und sehe es auch von hinten. Es war eine eindeutig dreieckige Form, so wie ich es gezeichnet habe. Zwei Schenkel und in der Mitte, ja, nichts. Ist übers Haus rüber, war wirklich so groß, wie ich es beschrieben habe. Ist übers Haus rüber. Und dann sehe ich es nicht mehr über dem Dachfirst. Ich renne natürlich ans andere Fenster, ans Ostfenster,
es keine 2 Sekunden hat es gedauert, reißt es auf, guck raus und sehe nichts. So, das war der Ablauf. Ja, das ganze Interview, das ganze Gespräch mit Gerhard Gröschel, das also wie gesagt über fast 33 Minuten gedauert hat, ist dann von der Startseite aus, beziehungsweise vom Archiveintrag herunterzuladen. Und es ist wirklich hörenswert. Am Ende der letzten Sendung zum Thema Exopolitik am 22.10.2010 hat die stattgefunden. Da war auch Carsten dabei, der heute im Chat ist. Da hat Robert Fleischer bereits angekündigt, dass man sich jetzt auch mit Methoden zur direkten Kontaktaufnahme beschäftigen will. Sehr vorsichtig angedeutet, sagen wir so. Gemeint war die instrumentelle Transkommunikation, wie wir heute wissen. Auf den ersten Blick ein sehr sonderbares Phänomen, aber ein Phänomen, das es doch durchaus wert ist, im Kontext der Exopolitik genauer beleuchtet zu werden. Und genau das wollen wir heute auch tun. Und zwar durch Beispiele untermalt. Wir haben da auch ein paar sozusagen Kostproben vorbereitet. Und daneben wird der Koordinator der sehr erfolgreichen deutschen Exopolitik-Initiative auch einen Überblick über die aktuellen und geplanten Aktivitäten der deutschen Exopolitik-Bewegung geben. Exopolitik auf Crop FM, jetzt gleich. Ja, bei mir am Telefon ist der Koordinator der deutschen Exopolitikbewegung, Robert Fleischer. Hallo Robert. Hallo Tarek, schön, dass ich wieder eingeladen worden bin. Natürlich, immer ein sehr gern gesehener Gast hier und natürlich auch ein Gast, der immer wieder sehr Interessantes zu berichten hat und natürlich eine sehr interessante Initiative koordiniert. Vielen Dank. Freut mich. Eine ziemlich große Initiative inzwischen. Ich darf stolz vermelden, dass wir inzwischen mehr als 2000 Mitglieder in unserer Exo-Community haben. Und wir haben sogar, wie ich jetzt kürzlich mitbekommen habe, mehr Aktivisten, also die wirklich richtig aktiv sind, als jeder andere deutsche UFO-Verein. Das wird dich sicher mit einer gewissen Freude und einem Stolz erfüllen. Ja, also nicht, dass wir mehr sind als die anderen oder so, aber dass es so schnell gewachsen ist und das zeigt ja schon ein ganz gehöriges. Ja, es ist enorm schnell gewachsen, ja. Riesiges Interesse natürlich, ja, in der deutschen oder in der deutschsprachigen Bevölkerung, also in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, und das macht mich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Ja, und darf ich dich auch bitten, dass du möglichst in das Telefon brüllst, dann, damit du schön dass ich hinein brülle. So ist sehr gut, also wahrscheinlich, gut. Also möglichst nah an den Mund halten.
Ja, ich glaube, man braucht dir ja nicht mehr näher vorzustellen. Du bist also vom Beruf Diplom-Dolmetscher und du übersetzt aber nicht nur zwischen Menschen, sondern du versuchst auch mit den anderen da draußen quasi eine Kommunikation aufzubauen, wie auch immer die aussehen mag. Und ich habe es eh schon kurz erwähnt, am Ende der letzten Sendung hast du so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen. Exopolitik wagt sich quasi ein bisschen vor in Richtung Kontaktaufnahme etc. Inzwischen wissen wir, was damit gemeint war, die Transkommunikation mit technischen Mitteln. Kannst du vielleicht einmal, und meiner Meinung nach macht es auch durchaus Sinn, dass ihr euch das genauer anschaut, und kannst du vielleicht einmal kurz erklären, wie diese Zusammenarbeit mit Dr. Ernst Zenkowski eigentlich zustande gekommen ist? Also erstmal will ich sagen, es ist nicht so, dass wir bei Exopolitik uns ganz aktiv um Kontakt mit Außerirdischen bemühen oder mit irgendwelchen Wesenheiten mittels der instrumentellen Transkommunikation. So ist es also nicht. Es ist eher so, dass ich darauf aufmerksam geworden bin, dass das ein Phänomen ist, das wirklich schon von ganz vielen Leuten untersucht worden ist und das weltweit zu Ergebnissen führt. Das hat mich dann schon stutzig gemacht, dass sich also Universitätsprofessoren teilweise 30 Jahre lang damit beschäftigen und dass es ihnen eigentlich nicht gelungen ist, das zu widerlegen oder zu zeigen, dass es Blödsinn ist, sondern ganz im Gegenteil, ganz viele Hinweise oder Indizien darauf gefunden haben, dass es sich um ein echtes Phänomen handelt. Es ist aber, also wie gesagt, nicht so, dass das jetzt hier ein offizieller, großer, wichtiger Bestandteil von Exopolitik wäre, sondern es ist eher eins von mehreren Projekten, die wir halt ja verfolgen, denen wir natürlich aufgeschlossen gegenüberstehen und die wir in unserem Exo-Magazin behandeln. Und wir sagen ja auch, das, was im Exo-Magazin kommt, das sind Inspirationen für Freigeister, ja, für Leute, die über den Tellerrand hinausblicken wollen. Also wir behaupten nicht, dass das so ist und dass es das alles stimmt. Und wir können es auch in dem Fall des Archivs von Professor Zenkowski gar nicht sagen. Wir waren ja nicht dabei, ne? Also angefangen hat es im, tja, wann hat es eigentlich angefangen? Ich glaube, im Mai 2010 war ich zum ersten Mal bei Professor Zenkowski in Mainz. Und wir haben sehr interessante Gespräche gehabt. Er ist topfit, also er ist schon wirklich steinalt, kann man sagen, aber er ist auch auf der anderen Seite ein wirklich wacher Geist und jemand, dem man auch anmerkt, dass er die letzten Jahrzehnte über den Tellerrand hinausgedacht hat. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend, sich mit ihm zu unterhalten. Und im Zuge dieses Gesprächs haben wir dann irgendwie festgestellt, dass es ja schön wäre, wenn aus diesen ganzen Aufnahmen, aus diesem ganzen Archiv, was er da hat, wenn man da noch mal was draus machen würde. Denn das waren also jede Menge Kassetten, Audiokassetten, Videokassetten, fünf richtig dicke Aktenordner mit Computertexten. Es ist nämlich so, dass die Experimentatoren auch teilweise Informationen über Computer empfangen haben wollen. Und das alles ja lag sozusagen im Keller und verrottete und es gab eigentlich nur einige wenige Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Es gibt natürlich Transkommunikationsvereine in Deutschland, die ganz ähnlich zerstritten sind wie die deutschen UFO-Vereine bis vor kurzem gewesen sind. Aber die haben alle die unterschiedlichsten Aufnahmen und ja, von der unterschiedlichsten Qualität auch. Das heißt, dass ihr jetzt direkt selbst in Kontakt treten wollt über instrumentelle Transkommunikation, ist eigentlich eine blanke Übertreibung. Ihr habt eher das Archiv eingesehen von Dr. Ernst Zenkowski und euch angeschaut, was macht denn im Kontext von unserer Arbeit hier Sinn. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Das Archiv eingesehen, wir haben sozusagen das komplette Archiv übernommen. Das komplette Archiv von Professor Ernst Zenkowski stapelt sich hier in meinem Arbeitszimmer in einer Schrankwand und dort drüben an der Wand in Kisten und Kästen und es sind wirklich, wie gesagt, jede Menge uralte Bänder gewesen. Wir haben auch Monate gebraucht, um das überhaupt aufzuarbeiten. Also wir haben ja, wie gesagt, seit Mai 2010
eigentlich im Team zu dritt oder zu viert daran gearbeitet. Ich will da auch mich nochmal ganz besonders bedanken bei Henning und bei Florian und bei Carsten und bei all den anderen, die mitgemacht haben, Seiten eingescannt, haben Videos digitalisiert. Wir mussten sogar extra Technik anschaffen, um diese Sachen digitalisieren zu können. Also das war schon wirklich eine ganze große Arbeit und wir sind aber auch noch längst nicht damit fertig. Im Zuge dieser Arbeit wollte er auch dann oder wird ja auch dieses gesamte Archiv digitalisiert? Ja, das ist also alles schon digitalisiert, genau. Ah, das habt ihr schon digitalisiert. Habt ihr auch vor, dieses Archiv dann irgendwie anderen Forschern zur Verfügung zu stellen, im Netz oder? Ja, natürlich. Also im Moment ist es natürlich so, es gibt bereits in unserem Exo-Magazin jetzt zwei Ausgaben, wo wir uns ausführlich mit Transkommunikation beschäftigen und die und so einige der wichtigsten Beispiele, die wir gefunden haben, auch vorstellen. Wir haben es eigentlich nur deshalb ins Exo-Magazin genommen, weil es natürlich, also ich muss sagen, es hat für mich jede Menge Zeit in Anspruch genommen, eigentlich viel zu viel Zeit schon und auch nicht nur für mich. Und wir müssen natürlich diese Kosten, die wir hatten, auch irgendwie wieder reinkriegen, weshalb wir jetzt erstmal das, was wir veröffentlichen, in unserem Exo-Magazin veröffentlichen. Aber wir wollen selbstverständlich das gesamte Archiv digital und völlig kostenfrei für jedermann zugänglich ins Internet stellen. Es ist einfach nur bei uns gerade eine Frage der Manpower und der Infrastruktur. Wir haben also jetzt im Moment keine Webseite, die dafür geeignet wäre, das dort online zu stellen. Und abgesehen davon ist auch noch ganz viel zu tun. Also diese Sachen müssen katalogisiert werden, weil es ist eben ein Haufen Audiodateien und Videodateien und so weiter. Und da ist noch ganz viel zu tun, bevor man das in einer geordneten und vernünftigen Form so ins Internet bringen kann, dass die Leute auch nachvollziehen können, um was es da geht. Umreiß doch einmal kurz für die, die jetzt nicht so bewandt sind mit diesen Dingen, was bedeutet jetzt wirklich Transkommunikation und dann im weiteren Sinn, in weiterer Folge instrumentelle Transkommunikation? Also angefangen hat eigentlich alles im Juni 1959, als der schwedische Kunstmaler und Opernsänger Friedrich Jürgensson mit seiner Frau zu seinem Sommerhäuschen gefahren ist in Schweden, um Vogelstimmen aufzunehmen mit einem Tonbandgerät. Und er hat auch viele hübsche Vogelstimmen aufgenommen und beim Abhören dann plötzlich zwischen dem Vogelgezwitscher eine männliche Stimme entdeckt, die auf Englisch zu ihm sagt, Friedrich, du wirst beobachtet. Zunächst hat Jürgensson natürlich daran gedacht, dass er sich getäuscht hat oder dass es eine zufällig empfangene Interferenz vom Radio war. Aber diese Stimme tauchte immer wieder auf zwischen den Vogelzwitscheraufnahmen, immer wieder bei späteren Einspielungen. Und so kam er also dann dahinter, dass es sich möglicherweise um irgendwelche Wesen handelt. So hat das Ganze also angefangen. Man nannte das also auch Tonbandstimmenphänomen, TBS. Dieses Phänomen erstreckt sich allerdings eben nicht nur auf Tonbandstimmen. Also der Versuchsaufbau ist der, dass man ein Raummikrofon irgendwo aufstellt und man braucht auch irgendeine Geräuschquelle. Und dann stellt man Fragen in den Raum und lässt dann eine kurze Pause. Und in diesen Pausen hört man danach manchmal, aber nicht immer. Und das ist eben das Problem bei diesen Tonbandstimmen. Es lässt sich halt nicht hundertprozentig reproduzieren, so wie man das gerne hätte im Wissenschaftsbetrieb. Hört man eben tatsächlich Botschaften, also Geräusche, die sich als Worte, Sätze oder Satzteile interpretieren lassen, in der unterschiedlichsten, sage ich mal, in allen Qualitätsabstufungen, die man sich vorstellen kann. Also sowohl einfach nur Rauschen, was man so oder so verstehen kann, bis hin zu richtigen, deutlich vernehmbaren Stimmen. Und es ist sogar schon zu Dialogen gekommen zwischen Transkommunikationsforschern und solchen Stimmen. Das Interessante bei den Stimmen ist, es ist sehr einfach, das, sage ich mal, in das Reich der Mythen und Legenden zu verbannen. Ja, es ist also sehr einfach, sich zu sagen, das muss alles Quatsch sein. Ja klar, ich schalte hier ein Radio ein und dann kommt eine Stimme, kommt doch vom Radio. Die Sache ist nur die, dass eben diese Versuche auch schon im Faradayschen Käfig gemacht worden sind, mehrere Male, und das selbst im Faradayschen Käfig, wo keine Funksignale rein oder rauskommen, solche Stimmen auftreten und
Die Transkommunikationstechnologie hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten eigentlich völlig unbemerkt von den Medien weiterentwickelt. Und es gibt inzwischen also auch Experimentatoren, richtig, also ich habe gehört, in St. Petersburg forschen Wissenschaftler offiziell daran, aber es gibt auch im deutschsprachigen Raum Experimentatoren, die zum Beispiel Rauschgeneratoren verwenden, also die gar kein Radiogerät mehr als Geräuschquelle nehmen und bei denen dann also auch ausgeschlossen ist, dass es sich hier um irgendwelche Interferenzen vom Radio handelt. Und dazu muss man auch noch sagen, dass diese Stimmen nach den Forschungsergebnissen von Professor Senkowski, der ist ja Experimentalphysiker, mehrere Eigenschaften aufweisen, die wirklich diesen Transstimmen zu eigen sind. Also das Frequenzgemisch ist ein ganz besonderes. Die Stimmen, die bestehen aus ganz bestimmten Frequenzbändern, die es eben bei anderen Stimmen so nicht gibt. Die Stimmen haben also ganz bestimmte Eigenschaften auch, ne? Auch jetzt von, wenn man sie also jetzt spektral analysiert, schauen die also überhaupt nicht nach normalen Stimmen aus. Gut, das könnte man natürlich alles reproduzieren. Was gibt es denn noch für Indizien oder Beweise, die also Herrn Dr. Ernst Senkowski und andere Wissenschaftler davon überzeugt haben, dass wir hier wirklich ein Phänomen haben von Stimmen, deren Ursprung nicht bekannt ist, versus Einstreuung und irgendwelche Scherzbolde, die halt da wirklich Leute aufs Visier genommen haben müssten, wenn man sich das anhört. Aber was gibt es denn da noch für Hinweise darauf, dass es hier um eine tatsächliche Kommunikation aus dem Transbereich, aus dem Jenseits handelt? Also das, was die meisten Forscher nach meinen Erkenntnissen bis jetzt davon überzeugt hat, dass das ein echtes Phänomen ist, ist gar nicht, dass sie die Aufnahmen von anderen Leuten gehört hätten oder sowas, sondern dass sie wirklich ganz persönlich auch Botschaften empfangen haben, die für sie persönlich von so einer hohen Sinnhaftigkeit waren, dass sie also jeglichen Zufall für sich ausschließen konnten. Es ist auch so, ich habe auch mal einen Artikel darüber geschrieben fürs Mysteries Magazin und im das ausgezeichnete Mysteries Magazin übrigens von Jürg Pürki. Und ich habe im Zuge dieser Recherchen also auch mal mit Rainer Holbe Kontakt aufgenommen. Der lebt noch, also den habe ich nicht per Transkommunikation kontaktiert, sondern einfach angerufen. Der hatte ja in den 80er und 90er Jahren im Privatfernsehen diese Sendungen Fantastische Phänomene und ich weiß gar nicht mehr, wie die andere hieß jetzt. Und er hat also auch mehrere Male Transkommunikationsforscher eingeladen im Studio und die haben also im RTL-Fernsehstudio live dort versucht, Kontakt aufzunehmen ins Jenseits. Und ich habe eine Sendung gefunden, da ist der deutsche Experimentator Hans-Otto König eingeladen mit seiner Assistentin. Die haben dort also eben auch so einen Rauschgenerator aufgebaut. Das RTL-Technikerteam hat sich vor der Sendung und nach der Sendung und auch während der Sendung ständig immer wieder von dem technischen, ja, also von dem Zustand dieser Anlage überzeugt und hat keinerlei Hinweise oder Unregelmäßigkeiten feststellen können, die auf Manipulation hindeuteten. Und da kam dann eben wirklich, also wurde Rainer Holbe sogar persönlich begrüßt von einer dieser Stimmen und sagen, Rainer Holbe, sagen wir Dank für seine Informationen. Das andere ist auch, dass auch bei RTL, also Rainer Holbe hat es mir erzählt, er erinnert sich immer noch an den Schock des Tontechnikers vom Fernsehen, als der auf einem leeren Band plötzlich eine laute und deutliche Durchsage fand. Und diese Durchsage lautete, ich höre eine Stimme. Holbe ist sich ganz sicher, dass das Band vorher leer gewesen war, und dass das nicht durch irgendwelche manipulierten Apparate zustande gekommen sein kann. Das kann also tatsächlich, sowas kann also wirklich passieren, wenn man das in einer Live-Sendung macht. Leider wird sowas heutzutage gar nicht mehr gebraucht. Naja, die Tatsache, dass dieser Tontechniker so überrascht war, das finde ich, ist einer der interessantesten Indizien, denn wenn man also diese Umgebungen kennt, Tonstudios, da sind also Einstreuungen, sind also ganz voll Gaga und die gibt's dort einfach nicht. Ja, ansonsten ist das Tonstudio einfach Schrott und man kann jetzt annehmen, dass das war also das deutsche Fernsehen, irgendein deutsches Fernsehen, ne, dass die also sicher sehr gutes Equipment hatten und ich kann verstehen, dass es den Typen ziemlich von den Socken gehauen hat, als er diese Stimme gehört hat, denn er weiß ja,
dass die eigentlich nicht dort sein hätte dürfen. Eine Frage, die sich da jetzt irgendwie aufdrängt, du sprichst immer von einem Rauschgenerator. Wozu braucht man den denn? Also ein Rauschgenerator ist also nicht irgendwas zum künstlichen Erzeugen von Bierräuschen, sondern von Rauschen, also breitbandiges Rauschen, weißes Rauschen, rosa Rauschen. Man verwendet nämlich meistens weißes Rauschen dazu. Und wozu ist denn das, wozu braucht man diesen Rauschgenerator? Warum kann man nicht einfach, ohne Rauschen wäre es doch besser, dann hört man doch die Stimme besser, könnte man jetzt naiv fragen. Ja, also man kann das natürlich auch ohne Rauschgenerator machen, aber nach der Auskunft der Transkommunikationsforscher, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, ist es so, dass diese Stimmen, um sich in unserer dreidimensionalen linear erscheinenden Raumzeit zu materialisieren, dass die irgendeine Art phonemische Trägerwelle brauchen, irgendetwas, irgendwelches akustisches Material, das sie benutzen können, um das umzuformen. Also man kann das natürlich machen mit einem Rauschgenerator, man kann es mit einem rauschenden Radio machen, wobei man sich auf den Vorwurf dann gefallen lassen muss, dass es wohl nur der Radiosprecher war. Man kann das aber auch mit Wasserplätschern machen. Also ich war mal in Gotha oder in, wo war das eigentlich, auf einer Tagung von Transkommunikationsforschern, die haben dann eben als Rauschquelle eine Aufnahme von Wasserplätschern genommen. Das ist also eigentlich relativ unwichtig und es gibt auch gar nicht die ideale Apparatur, mit der man jetzt wirklich das, sage ich mal, das Jenseits anrufen kann, ja, wie man sich das vorstellt. Das ist also, es besteht da offenbar ein sehr großer Zusammenhang mit den medialen Fähigkeiten des Experimentators und deswegen sind diese Sachen auch also so gut wie unmöglich reproduzierbar. Das ist auch interessant. Also es ist zwar objektivierbar in dem Sinne, dass alle dann die Stimme hören können und nicht nur das Medium, aber derjenige, der dann dort sitzt und die Frage stellt und um gute Kontakte bittet, wenn man sich also die Aufnahmen von Herrn Holmes anhört oder diese ganze Szenarios, in denen sie entstanden sind, anschaut, der ist also auch wichtig. Der muss wahrscheinlich überhaupt erst diesen Kanal öffnen, damit dann... Wenn wir jetzt davon ausgehen, das ist alles so, wie wir das jetzt hypothetisch annehmen, dass also diese Stimmen dann diese Information oder dieses Bewusstsein, diese Information auf dieses Rauschen modellieren kann, ne, so modulieren kann. So muss man sich das ungefähr vorstellen, oder? Ja, da sprechen dann eben die Transkommunikationsforscher von einem paranormalen Umformungsprozess, aber eigentlich völlig hilfloserweise, weil die selbst nicht wissen, wie diese Stimme dann letzten Endes aufs Band kommt. Ja, ich glaube, das ist auch, wahrscheinlich hat es irgendwas mit veränderten Wahrscheinlichkeiten zu tun. Also Burkhard Heim hat es ja irgendwie auch schon irgendwie darzustellen versucht, also wo dann höherdimensionale Räume nur mehr, so wie ich das verstanden habe, Wahrscheinlichkeiten beeinflussen von Ereignissen und ja, so irgendwie. Aber wir wissen es eben so richtig überhaupt nicht, wie es dann im Endeffekt zu diesen Stimmen kommt. Aber es kommt zu diesen Stimmen und ich würde sagen, spielen wir vielleicht ein Beispiel, damit jetzt, also jemand hat schon im Chat gemeint, das ist wirklich ein ziemlich stranges Thema, kann ich nur sagen, warte mal, bis du die erste Kommunikation hörst. Jemand anderer hat auch gefragt, woher weiß man denn, dass das jetzt Geister sind oder Außerirdische oder irgendwelche Verstorbenen? Ich glaube, die Antwort ist... Das ist eine sehr interessante Frage, darf ich dazu gleich was sagen? Bitte. Man weiß es nicht. Natürlich geben sich da Stimmen zu erkennen und es werden Stimmen wiedererkannt, ja, also man hört teilweise seinen Opa mit ganz typischen Worten, die er immer verwendet hat oder sowas und mit der Stimme, die so ähnlich klingt. Also es gibt zum Beispiel das Beispiel einer Transstimme namens Konstantine Raudive. Das war jemand, der auch so osteuropäischen Ursprungs war, ist ein wichtiger Transkommunikationsforscher gewesen, hat auch schon zu Lebzeiten beschlossen, von der anderen Seite dann auch zu versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und der kommt bei den verschiedensten Experimentatoren übers Radio, übers Telefon ist er auch schon gekommen. Der klingt also immer relativ ähnlich, ja. Das ist immer so wie, hier spricht Konstantine Raudive oder so. Also er hat so ganz bestimmte Eigenschaften. Und es gibt natürlich auch bei der Transstimme, die wir gleich hören werden, die mich erstmal so richtig vom Hocker gehauen hat,
Da sind natürlich, da werden konkrete Namen auch genannt und Behauptungen aufgestellt, um wen es sich da handelt, aber wir wissen es nicht. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wer dort sitzt, mit welchem Motiv er diese Botschaften hier vermittelt und wie hoch der Wahrheitsgehalt dieser Botschaften ist. Also es gibt absolut vernünftige Gründe, sich das sehr vorsichtig und sehr unempfindlich auch anzuschauen und einfach erstmal ganz nüchtern die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist jedenfalls meine Herangehensweise da. Also ich muss ehrlich sagen, es ist schon wirklich ein harter Brocken. Ja, die Stimmen klingen auch eben, wie gesagt, es klingt so, als würden die alle mit Kopfstimme sprechen und müssten alles überartikulieren, um irgendwie verständlich rüberzukommen. Es klingt unglaublich anstrengend für diese Stimmen, wo immer die jetzt sitzen, unter Anführungszeichen. Es gibt aber die unterschiedlichsten Beispiele, muss ich sagen. Also es gibt die unterschiedlichsten Stimmen. Es gibt metallisch, robotermäßig klingende Stimmen. Es gibt sehr hohe Stimmen. Das sind eben die, bei denen dann dieses Frequenzgemisch irgendwie merkwürdig ist. Und es gibt aber auch sehr langsam und tief sprechende Stimmen, wo man dann die Aufnahme teilweise 20-fach die Geschwindigkeit hochstellen muss, um das überhaupt verständlich zu machen. Also es ist nicht so, dass die alle gleich klingen, auch wenn jetzt, wir haben ja mehrere Beispiele, wir können ja einfach mal reinhören. Ja, also ich würde jetzt vorschlagen, wir hören als erstes einer Stimme zu, die zumindest von sich behauptet, der verstorbene Wernher von Braun zu sein und am 6. März 1989 um 11.30 Uhr empfangen wurde. Und ich habe mir das jetzt da transkribiert, ich kann das dann am Ende auch noch einmal vorlesen, ist vielleicht eine gute Idee. Aber ich spiele das jetzt einfach einmal ab und dann kann ich am Ende noch einmal dann das vorlesen, was der wirklich gesagt hat, weil es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also hier ist jetzt angeblich Wernher von Braun aus dem Jenseits. Ja, das war also angeblich Wernher von Braun. Ich habe es ein bisschen gefiltert übrigens, Robert, auch für dich zur Information, damit es einfach ein bisschen verständlicher ist, ein bisschen versucht, die Nebengeräusche daraus zu filtern. Aber wie gesagt, ist nicht ganz einfach. Ich lese vielleicht jetzt kurz vor, was diese Stimme da gesagt hat. Hier spricht Wernher von Braun, der Wissenschaftler, melde mich bei Holmes über Totenfunk. Es gibt viele außerirdische Wesen, die mit Geistwesen nicht identisch sind. Die Außerirdischen stehen mit der amerikanischen Regierung in Verbindung. Es gibt Funkkontakt zur Erde. Die Außerirdischen kommen vom Planet Kamar, so habe ich zumindest verstanden, oder so hat man das verstanden, und sind in ihrer gesamten Entwicklung weiter wie der Erdenmensch. Die ersten Kontakte der Außerirdischen zur Erde waren 1954, wobei da ist man sich nicht ganz sicher bei dieser Jahreszahl, glaube ich. Und weiter dann inzwischen finden laufende Treffen zwischen Außerirdischen und Erdenmenschen statt. Diese sind streng geheim, Ende der Meldung. Das war aber, wie gesagt, 1989, was, glaube ich, nicht ganz uninteressant ist, denn in Deutschland, ein Herr Holmes hat von sämtlichen Gerüchten rund um diese ganzen Dinge, glaube ich, überhaupt nichts gehört. Also da gab es in Deutschland zumindest noch keine Infos von Whistleblowern etc., glaube ich. Wie siehst du das, Robert? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ja, es gab ja auch schon sehr frühe UFO-Bücher in den 60er, 70er Jahren von Donald Kehoe und so. Ich weiß nicht, ob da schon die Rede war von
angeblichen Treffen zwischen außerirdischen und irdischen Regierungen. Aber ja, du hast recht, ich finde es eine der interessantesten Aufnahmen. Diese stammt vom 6. März 1989, 11.30 Uhr, hat Adolf Holmes das aufgenommen mit seinem Radio, mit seiner Radioanlage. Und ja, ich meine, es macht einen natürlich irgendwie ratlos, ne? Also wenn diese Stimme recht hat, dann wäre das ja eigentlich das Ding für uns bei Exopolitik, könnte man sagen, ja. Aber wir wissen es halt nicht. Wir wissen halt nicht, was hinter dieser Stimme steckt. Wir können allein anhand der Aufnahme auch keinen, also wir können einen Betrug weder nachweisen noch ausschließen. Wir können es einfach zur Kenntnis nehmen und uns das einfach mal auf uns wirken lassen, ja. Man sollte vielleicht aber noch sagen, wer der Experimentator war, der das hier aufgenommen hat. Denn Adolf Holmes war einer der begabtesten deutschen Experimentatoren auf dem Gebiet der Transkommunikation, aus dem kleinen Weindorf Riebenich in Süddeutschland, in Rheinland-Pfalz. Dort hat er von 1987 bis zu seinem Tod 1997 im Grunde so viele Botschaften aus anderen Sphären empfangen wie kein anderer. Und er ist auch eben durch eine Sendung von Rainer Holpe darauf aufmerksam geworden. Adolf Holmes war offenbar ein sehr einfacher Mensch. Er kam aus dem Kinderheim. Seine Mutter war verstorben, noch vor seiner Geburt oder bei seiner Geburt ist sie gestorben. Und so hat überhaupt auch sein Interesse angefangen an diesem Phänomen. Er wollte nämlich zu seiner verstorbenen Mutter Kontakt aufnehmen und hat das immer wieder versucht und immer wieder versucht. Und irgendwann hat er dann auch tatsächlich die Botschaft erhalten, grüß dich. Und von da an wusste Holmes, dass diese Stimmen für ihn zumindest real sind. Er hat dann eine Anzeige geschaltet im Trierischen Volksfreund, um einen Mitstreiter zu finden, und ist auf Friedrich Malkow gestoßen, der aus dem nur 10 Kilometer entfernten Schweich stammte, der sich auch für das Phänomen interessiert hatte, das auch im Fernsehen davon gehört hatte. Und von diesem Tag an haben die beiden also jeden Tag mehrere Stunden lang an der Sprechverbindung zum Jenseits getüftelt und gebastelt, bis sie dann die ersten Ergebnisse hatten. Und tatsächlich ist diese Stimme von Werner von Braun schon ganz am Anfang ihrer Forschungsarbeit aufgetreten. Ich glaube, das Ganze hat sowieso auch erst 1989 so richtig angefangen bei denen. Ja. Ich habe leider keinen Kontakt zur Familie von Adolf Holmes in dieser ganzen Zeit hinbekommen. Wenn jemand also Hinweise hat oder vielleicht auch zu Friedrich Malkow, ich fände es super, mich mit denen mal zu unterhalten darüber. Ich kann also nur aus zweiter Hand berichten, wie denn Adolf Holmes so war. Er hat ja sehr eng mit Ernst Zinkowski zusammengearbeitet. Ernst Zinkowski hat dann immer die Audiokassetten bekommen. Damals war das natürlich in der Vorzeit des Internets alles noch sehr viel teurer. Man musste telefonieren, ja, die Aufnahmen konnte man nicht einfach digital rüberziehen, sondern die wurden dann auch jedes Mal schlechter und so. Und Adolf Holmes hat sein ganzes Geld, was er als Möbelrestaurator eben verdient hat, in diese Transkommunikation gesteckt, eigentlich seine ganzen letzten 10 Lebensjahre dieser Sache verschrieben. Und Ernst Zinkowski, Professor Zinkowski, sagt, dass er Adolf Holmes nicht zutraut, dass er sowas gefälscht haben könnte. Erstmal rein technisch hätte Adolf Holmes diese Fähigkeiten also gar nicht gehabt. Dann vielleicht sogar rein intellektuell auch nicht, wobei ich nicht weiß, ob Ernst Zinkowski ihm da nicht vielleicht etwas Unrecht tut. Wer sagt denn sowas schon gern über andere Menschen, dass er zu dumm war, das zu fälschen? Wir wissen es nicht. Aber es gibt auch viele Videoaufnahmen, es gibt vor allem sehr viele Audioaufnahmen von Adolf Holmes. Und wir uns jetzt durch das Archiv gewühlt haben, auch Carsten Dresbach natürlich, wir sind eigentlich alle der Meinung, dass es ein authentisch wirkender Mensch ist, dem man das wirklich nur schwer zutraut, nach allem, was wir von ihm erfahren haben. Aber wie gesagt, das ist keine in Stein gemeißelte Wahrheit oder so, sondern das ist eben einfach mein Eindruck, der, nachdem ich das jetzt also, sag ich mal, fast ein Jahr ganz intensiv mich damit beschäftigt habe, gemeinsam mit anderen Leuten. Okay.
Ich meine, die Reaktionen im Chat sind jetzt natürlich, sage ich mal, sehr divers. Hat Rainer Holbe übrigens auch gleich zu mir gesagt. Er hat gesagt, Herr Fleischer, wenn Sie sich als Journalist damit beschäftigen, kann ich Ihnen nur den Rat geben, bleiben Sie neutral. Sie werden feststellen, dieses Thema polarisiert die Menschen wie kein anderes. Und ich hätte es auch gar nicht für möglich gehalten, dass es ein Thema gibt, das die Menschen noch mehr polarisiert als UFOs. Aber es gibt es offenbar doch. Das sind die Tonbandstimmen. Ja, gut, ich meine, also ich würde sagen, das wird ungefähr so divers diskutiert werden wie fast alle Themen hier. Jemand hat im Chat auch die Frage gestellt, warum spricht der diese Stimme da jetzt über Außerirdische, sei es Werner von Braun. Wurde diese Frage denn überhaupt gestellt? Ich meine, was für eine Frage hat denn Holmes da in dieser Session gestellt? Ich glaube, er hat gar keine Frage gestellt. Ich glaube, die haben einfach versucht, die haben oftmals sich vor das Radio gesetzt und gesagt, liebe Freunde aus der vierten Ebene, haben sie gesagt, hier Station Rievenich, kann sich bitte jemand melden. Und so sind also gerade in der Anfangszeit ganz spontan Kontakte aufgetreten, also scheinbare Kontakte aufgetreten mit Stimmen, die sich auch mit Namen benennen. Ja, es gibt zum Beispiel eine Stimme, die hat sich am 21. Januar 89 gemeldet, auch in Anwesenheit von Adolf Holmes und Friedrich Malkopf gleichzeitig. Und diese Stimme sagt, nennt sich Thomas von einer Gruppe Zeitstrom. Also es gibt offenbar dort, wo immer diese Wesenheiten sich befinden, Gruppen, die sich da zusammentun, um gemeinsame Projekte durchzuziehen. Das ist offenbar eine Transkommunikationsgruppe aus dem Jenseits namens Zeitstrom. Das ist schon wirklich eine abgefahrene Geschichte, ja. Dieser Thomas sagt, solange ihr diese große Aussteuerung habt, werden wir uns für die Transkommunikation einsetzen. Wir haben mit negativen Kräften zu kämpfen, die immer vorhanden sind. Zwischen Gut und Böse ist manchmal nur ein kleiner Unterschied. Also es gibt wirklich ganz erstaunliche Beispiele. Vielleicht können wir mal Seed 3 spielen. Ja, es kam auch schon die Frage im Chat, so ob es da irgendwelche Durchsagen in Richtung 2012 gab. Und ich glaube, diese Seed-Durchsage ist doch, würde ich sagen, durchaus mindestens eine interessante bisschen in die Frage, Richtung. Ja. Und machen wir das wieder genauso. Ich spiele das jetzt einfach und dann später danach kann ich es nochmal vorlesen, weil die ist, glaube ich, noch schwieriger zu verstehen. Also hier ist Seed aus der vierten Ebene, wohlgemerkt nicht jener Seed, der von der Jane Roberts da gechandelt wurde. Das sollte man da vielleicht auch noch betonen. Ja, Seht aus der vierten Ebene. Und gesagt hat er da jetzt, weil, wie gesagt, ist doch ein bisschen schwer zu verstehen. Das habe ich gemeint, mit Monkey plagen sie da ziemlich. Also der
hat sie da wirklich sehr geplagt. Seht eine Wesenheit aus der vierten Ebene, haben sie keine Furcht. Alles, was wir ihnen über Direktkontakt mitteilen, weiß der Mensch direkt von Anbeginn seines Seins. Der Mensch hat aber sein Wesen aufgrund negativer spiritueller Unwissenheit verloren. Er sollte nicht auf seinesgleichen herabblicken, da er alle Fehler des anderen in sich birgt. Es ist jedoch für den Menschen eine neue Existenzweise geplant. Er wird eine Metamorphose durchmachen. Am Schluss seiner Metamorphose wird er sich an frühere Inkarnationen erinnern. An dieser Stelle hustet er übrigens, glaube ich, wenn man das ein paar Mal angehört. Diesen Prozess werdet ihr suchen, oder was auch immer, aber hustet oder, aber auf jeden Fall, diesen Prozess werdet ihr suchen. Die Situation des Menschen benötigt viele neue Informationen zu anderen, höheren, multidimensionalen Realitäten. Ich beende Ende Kontakt. Ist ja wirklich eine erstaunliche Durchsage eigentlich. Also am 19. Ja, von einer erstaunlichen Aktualität eigentlich auch, ja, wenn man sich überlegt, dass das ganze 2012 Meme ja eigentlich, also ich weiß eigentlich gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich glaube 1989 hat noch niemand darüber nachgedacht, dass es bald, ja, dass das menschliche Bewusstsein sich vielleicht transformieren könnte zu anderen Einsichten. Ja, das war, glaube ich, im März 1989, ja. Ja, am 9. März 1989. Ja. Auch per Radio hereingekommen. Und also was ich sehr interessant finde, ist, ich meine, es sind ja schon wirklich sehr philosophische Botschaften, wenn man sich jetzt mal von der, es fällt natürlich schwer, aber wenn man sich mal wirklich von dieser offensichtlichen ersten Frage löst, ist das jetzt echt oder nicht? Diese Frage können wir ja selbst auch nicht beantworten. Wir können da nur darauf vertrauen, dass Professor Senkovsky uns da die Wahrheit sagt. Und ich habe keinen Zweifel an der Seriosität Seriosität von Professor Senkovsky. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass Professor Senkovsky hier und da vielleicht auf irgendwas reingefallen ist, aber nachdem er diese Stimmen auch mit Frequenzspektrometern und mit allen möglichen untersucht hat und also gemeinsam mit vielen anderen Wissenschaftlern weltweit, das ist ja ein weltweites Phänomen, aus 25 Ländern gibt es da also schon Stimmen, untersucht hat, dass da offenbar was dran ist, ja. Es sind also sehr philosophische Gedanken, dass der Mensch sein Wissen aufgrund negativer spiritueller Unwissenheit verloren hätte, das ist ja eigentlich, also ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, weil wenn wir jetzt heutzutage die Archäologie irgendwo Bauwerke ausgräbt und kann sich keinen Reim darauf machen, dann wird eben immer gesagt, naja, das ist halt ein Tempel. Ja, die dummen Naturvölker damals, die waren ja noch gar nicht so aufgeklärt, für die war das alles, ging es immer nur um Gott und so. Die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als gebetet. Vielleicht stimmt das ja. Vielleicht hatten die Leute damals tatsächlich einen ganz anderen oder viel realeren Kontakt zu dem, was wir die feinstoffliche Welt mal bezeichnen könnten oder Gott, wenn man so will, ja, wer weiß. Also ich finde diesen Gedanken sehr interessant. Genau, und im Chat gibt es natürlich viele Kommentare. Jemand meint, die sprechen also nicht nur Deutsch, nein, ich nehme an, die kommen in allen möglichen Sprachen daher, also auch im englischen Sprachraum. Interessanterweise, normalerweise kommen diese Stimmen, wenn jemand Portugiesisch spricht, dann, wenn der Experimentator Portugiese ist, dann sprechen die Stimmen Portugiesisch. Wenn es Engländer sind, sprechen sie Englisch. Ja. Sogar dieselben oder ähnlich klingende Stimmen, die sowohl Deutsch als auch Englisch schon aufgetreten sind. Und bei Adolf Homes, der ja nun gar nichts konnte, also der konnte weder Französisch noch Englisch, da sind teilweise multisprachliche Botschaften aufgetreten, die aus verschiedenen romanischen Sprachen und aus dem Deutschen und Englischen zusammengesetzt waren, mit denen Adolf Homes ja selber gar nichts anfangen konnte. Wie gesagt, er war Möbelrestaurator aus einem kleinen Weindorf in Rheinland-Pfalz und ich sag mal, der war jetzt nicht gerade ein multisprachliches Talent. Der hat dann eben in solchen Fällen tatsächlich sich an Professor Senkovsky gewendet, weil er teilweise Botschaften erhalten hat, auf die er gar keinen Reim machen konnte, wie zum Beispiel das dritte Beispiel, was wir ja noch haben.
Ja, jemand schreibt dann auch natürlich, oder ich glaube, ein paar sind der Meinung, 100% Geheimdienst CIA. Also es könnte natürlich sein, dass man den Herrn Holmes und all die anderen Forscher, auch den Herrn Sinkowski, an der Nase herumgeführt hat. Das können wir natürlich nicht ausschließen. Aber, und auch natürlich dieses Fernsehstudio, das da damals diesen Bericht gebracht hat und wo diese Dinge dann quasi, fast quasi in Echtzeit live auf Sendung passiert sind. Also man, natürlich kann es jetzt auch sein, dass da immer irgendjemand mit einer Technologie, die wir nicht kennen, die also unglaublich ausgefuchst sein muss, über Mikrowellen, die man genau auf ein Gerät konzentriert und dort dann, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Aber ich meine, ist das irgendwie ein Thema unter den Forschern, dass da vielleicht, dass das Ganze eine riesige CIA-Op ist? Wird das überhaupt diskutiert? Das hab ich noch nicht gehört, dass das eine CIA-Op wäre. Also ich muss natürlich sagen, ich habe Na, das ist eine Vermutung mancher Hörer jetzt im Chat. Also ja, also ich muss sagen, da finde ich die Vermutung, dass das alles Blödsinn ist, eigentlich fast noch naheliegender als die Vermutung, dass das eine CIA-Gehirnwäsche-Operation ist. Also ich meine, mir fällt da einfach wirklich gar kein Argument ein, was darauf jetzt hindeuten würde. Vielleicht kann man bei einigen Telefonkontakten, es gab ja noch einen Manfred Boden zum Beispiel, der hat ganz merkwürdige Stimmen erhalten. Da könnte man vielleicht annehmen, da hat ihn jemand einen Streich gespielt, so eine Art geheimes psychosoziales Experiment. Wer weiß, aber da kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Also es ist halt eine pure Vermutung und mehr nicht für Ja, mich. es ist einfach überhaupt zu beobachten, dass wann immer irgendwas jetzt auftritt in letzter Zeit, es ist immer das CIA und es ist immer ein Fake. Und zwar bevor noch irgendwelche Fakten am Tisch liegen. Also wenn es nur unglaublich Ja, genug ist, dann ist es ein Fake. Es ist vielleicht ist das eine auch seltsame gerade eine Logik. Gehirnwäscheoperation der NSA. Ja, Dass da einfach das. überall das Gerücht streut, es sei die CIA gewesen. Ja. Ich glaube, der Schuss kann sehr gut nach hinten losgehen. Ja. Ich glaube, wir spielen vielleicht gleich das dritte Beispiel. Ja. Es hat den Kurztitel HDE 22226. Dazu möchte ich kurz was sagen. Das ist dadurch zustande gekommen, dass Adolf Holmes Besuch hatte bei sich zu Hause. Ich glaube, sie waren zu fünft und sie haben Gläserrücken gemacht und versucht, auf die Art und Weise Kontakt aufzunehmen. Und dann kam auch tatsächlich, hat sich auf einmal das Glas ganz merkwürdig bewegt und sie hatten das Gefühl, sie müssten jetzt wirklich ganz schnell mal ihr Radio einschalten. Genau, es waren drei Gäste aus Trier da und während diese Stimme also aus dem Radio kam, soll ein Glas, was sich auf dem Tisch vor Adolf Holmes befunden hat, sich 10 Zentimeter auf ihn zubewegt haben. Das hat er zumindest dann gleich brühwarm weitergetragen am 22. September 1992 an Professor Senkowski und der hat dann noch interessante Erkundigungen eingeholt, aber hören Sie vielleicht erstmal das Beispiel. Okay, und danach kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, da hört man dann auch also die Musik, die quasi darunter gedrückt wurde und das Signal hat sich dann hat dann diesen Musiksender da überlagert. Richtig, Ja, Robert?
Es klingt auch im Grunde wie eine, so etwas wie eine Art heisere Roboterstimme, könnte man sagen. Ja, ist richtig. Ja. Diese Stimme sagt, soll ich es mal... Ja, liest das vielleicht einmal vorher auch, ja? Ja, also das erste ist noch nicht zu verstehen, weil man da diese Blasmusik Musik hört, ja. Und diese Durchsage beginnt also mit Wesen meldet sich von HDE226868. Wir haben keine Raumzeit. Unsere Gravitation ist 10 Milliarden Mal höher als die Ihre, wodurch die Zeit bei uns erlischt. Quasare ermöglichen Kontakt über ihre Instrumente. Alles ist Doppelsystem. Das gesamte Sein entsteht durch Supernova. Ihre Wissenschaft könnte unsere Existenz beweisen. Sie will es nicht. Es gibt keine Phänomene noch Geheimnisse. Und jetzt geben Sie Meldung weiter an Herrn Senkowski. Ende. Ja, sehr interessant. Und diese Astronomik... Absolut abgefahren, ja. Ja. Wirklich abgefahren ist ja, dass diese astronomischen Daten, wenn ich das richtig verstanden habe, die er da angibt, also diese sehr hohe Gravitation etc., dass die damit... Das wollte ich gerade noch sagen. Das war bitte. Das Spannende dabei. Der Möbelrestaurator Adolf Holmes konnte natürlich damit überhaupt nichts anfangen. Er hat also nichts verstanden. Er hat das natürlich so transkribieren können, aber er hat keine Ahnung gehabt, was das überhaupt sein soll. Der hat wahrscheinlich zum ersten Mal im Leben das Wort Quasare gehört und hat versucht, sich einen Reim drauf zu machen. Es ist ihm nicht gelungen. Er hat dann Professor Senkowski eingeschaltet, der hat sich das dann angehört. Und der ist natürlich als Experimentalphysiker und mit, mit Zugang zur Universitätsbibliothek dann auch besser gerüstet gewesen, das zu verstehen. Ist also zur Uni in Mainz gegangen, hat sich dort in der Fachliteratur der Astrophysik schlau gemacht und herausgefunden, dass in dieser Botschaft sehr viel nachprüfbare Informationen stecken. Zum Beispiel HDE22, also HDE erstmal, ist der Name eines bis 1936 unter Astronomen gebräuchlichen Sternenkatalogs, nämlich Henry Draper Extension, HDE. Und dann 226868, diese Nummer, verweist interessanterweise auf einen blau leuchtenden Stern im Sternbild Schwan, der 6000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Völlig baff war Professor Senkowski dann, als er noch festgestellt hat, dass eben dieser blau leuchtende Stern im Sternbild Schwan, HDE226868, mit seinem Begleiter Cygnus X1 tatsächlich ein Doppelsternsystem bildet. Genau wie in der Botschaft gesagt wird, alles ist Doppelsystem, ja. Dass Cygnus X1 tatsächlich in der Astrophysik als heißer Kandidat für ein schwarzes Loch gehandelt wird. Das heißt also, die sagen ja auch, unsere Gravitation ist 10 Milliarden Mal höher als die ihre, wodurch die Zeit bei uns erlischt. Das ist also sehr interessant, denn der HDE 226868 befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem schwarze Loch Kandidaten und dieser 30 Sonnen große Überriese HDE 226868, also er ist 30 mal größer als unsere Sonne, der hat natürlich eine ganz enorme Anziehungskraft, eine ganz enorme Gravitation, und man kann sich eigentlich auch nur durch diese große Masse erklären, dass er nicht in das schwarze Loch Cygnus X1 hineinstürzt. Also wenn die Gravitation 10 Milliarden Mal höher ist als die unsere, dann könnte es vielleicht auch sein, dass dadurch die Zeit erlischt. Und es gibt auch übrigens Wissenschaftler, die sich darüber Gedanken machen, ob Quasare nicht doch auch Kommunikationsmittel darstellen von Außerirdischen. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr interessante Parallelen und Sachen, die sich derjenige, der diese Botschaft abgesendet hat, auch genau überlegt hat, die er da sagt. Ja, also das scheint jetzt hier eben, es ist also entweder eine ganz ausgebuffte Fälschung oder es ist eine echte Botschaft von Außerirdischen. Wir wissen es nicht, aber es ist zumindest interessant. So ist es, ja. Interessant wäre es jetzt natürlich auch, wenn man vielleicht
diese Technik tatsächlich, gibt es eigentlich auch Gruppen, Transkommunikationsforscher, die jetzt tatsächlich auf Exopolitik sich spezialisieren und zum Beispiel so Fragen stellen wie, wo gibt es die nächste größere Sichtung? Ich meine, Dinge, die man dann nachprüfen kann, also irgend sowas. Also ich habe eigentlich noch von niemandem gehört, dass die jetzt aktiv versuchen, mit Transkommunikation Kontakt zu Außerirdischen oder zu solchen Ja. multidimensionalen Wesen oder wie auch immer man die Ja, bezeichnen will. außerirdisch unter Anführungszeichen natürlich, ne? Ja. Bitte? Außerirdische unter Anführungszeichen natürlich, also Ja, ja. genau. Also ich habe davon bis jetzt noch nichts gehört. Ich weiß es nicht. Ich finde nur diese Botschaften so interessant, weil sie doch irgendwie auch also meinem ganz persönlichen Vorstellungs- oder Glaubenssystem entsprechen, was nichts ist als mein ganz persönliches, subjektives, ja, über Überzeugungen darüber, was Leben eigentlich ist im Universum. Und ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, der Gedanke überhaupt, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, also dass das Bewusstsein überlebt, ja, das ist ja ein Gedanke, der nicht nur durch Transkommunikation nahegelegt wird, sondern erstmal muss man feststellen, dass alle Kulturen weltweit seit Anbeginn der Menschheit immer fest davon ausgegangen sind, dass es danach weitergeht, nach dem physischen Ableben des Körpers. Zweitens haben wir die Nahtoderlebnisforschung, wo Menschen also von verstorbenen Verwandten begrüßt werden, sozusagen. Dann sie geben alle ganz ähnliche Schilderungen ab, wie es dann ist, wenn sie ihren Körper verlassen. Und wie es sich da drüben lebt und all das, was man aus der Transkommunikation hört oder was wir zumindest bis jetzt aus dem Archiv von Professor Senkowski da recherchiert haben, das deutet alles darauf hin, dass es in genau dieselbe Richtung geht. Also erstmal Bewusstsein stirbt nicht. Es geht dann weiter. Allein wenn das wahr ist, also das ist meine persönliche Überzeugung, dass es so ist, aber wenn es so ist, will ich jetzt mal als Journalist sagen, dann brauchen wir uns natürlich über ganz viele Probleme, die für uns heute jetzt Probleme darstellen, gar keine Sorgen zu machen. Ja, also vielleicht, es ist vielleicht wirklich eine interessante Frage, wie viele von den menschlichen Problemen und wie viele von den Ängsten, die wir jeden Tag durchstehen, aus den unterschiedlichsten Gründen, letzten Endes alle auf die Angst vor dem Tod zurückzuführen sind. Vor der Angst, dass man stirbt und dann, man hat was falsch gemacht und man stirbt und dann hat man alles versaut und es ist vorbei, sozusagen. Ja, also ich denke zum Beispiel, die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, könnte so eine Angst sein, die letzten Endes auf die Angst vor dem Tod zurückgeht, die Angst, pleite zu sein, die Angst, die Freundin zu verlieren, solche Sachen zum Beispiel. Also wenn es sich wieder als Gewissheit herausstellen sollte in der menschlichen Gesellschaft von heute, dass das Leben dann eben weitergeht, aber in einem ganz anderen Rahmen, dann kannst du dir vorstellen, dass das unsere Gesellschaft von Grund auf reformiert. Eine Frage im Chat, ja, was hat das mit Exopolitik zu tun? Was hat das für dich jetzt mit Exopolitik zu tun? Das sind natürlich sehr interessante Möglichkeiten und Räume, die sich da auftun, keine Frage. Aber jetzt, um jetzt zurückkommen zur Exopolitik und am Ende möchte ich noch ein bisschen auf die aktuelle Tätigkeit, also eure aktuellen Aktionen eingehen. Aber was hat für dich jetzt dieser Exkurs in die Transkommunikation für die Exopolitikbewegung gebracht? Was es gebracht hat, kann ich noch gar nicht sagen, weil wir eigentlich immer noch dabei sind, uns im Reinen darauf zu machen. Also es ist wirklich, ich habe immer noch keinen festen Standpunkt darüber. Ich weiß eigentlich immer noch nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber es ist natürlich ein interessantes Thema für Exopolitik, und zwar deshalb, weil wir ja Exopolitik außerhalb Politik betreiben wollen oder anstoßen wollen. Und das fußt eben alles auf der Idee, dass die Politik, so wie wir sie heute haben, von Grundannahmen ausgeht, die möglicherweise zu beschränkt sind, um das und also ja, auf, ne, also ich meine, der Horizont unserer Politiker endet ja im Grunde am Horizont unseres Planeten, wenn überhaupt. Bei rechtsradikalen Gruppen endet das Bewusstsein der Politiker, der rechtsradikalen Politiker sogar am Ende der Landesgrenzen, Oder der und das Ortsgrenze. zieht sich dann oder der Dorfgrenzen oder ja, ich war mal zu einem Vortrag in Oberdingsbumsdorf, die haben dann gesagt, ich
Die Frau in der Bar hat gesagt, ich hatte meinen Freund aus Unterdingsbumsdorf, aber jetzt nicht mehr, weil der Prügel gekriegt hat, als er mich nach Hause gebracht hat. Also ich meine, das sind so Sachen, das ist eben dieses beschränkte Denken, das ist die Frage, was ist das eigene, was ist das andere. Und natürlich ist es auch so, wenn wir hier zum Beispiel von dieser Stimme reden, HDE226868, wir haben keine Raumzeit, unsere Zeit ist erloschen, also unsere Gravitation ist viel höher, die Zeit ist bei uns erloschen. Da stellt sich ja die Frage, wie die Realität bei denen ist, wie die ihr Bewusstsein leben, wie die ihre Welt wahrnehmen und was überhaupt Bewusstsein ist. Und das sind ja sehr, sehr spannende Fragen. Also von Channel-Medien, aber auch von Remote-Viewern hört man oft, wenn sie sich in solche Sphären begeben, dass es sich um so eine Art Kontinuum handelt, in dem es keine lineare Zeit gibt und dass die lineare Zeit vielleicht nur so eine Art Illusion ist, die bei uns aus dieser räumlichen Wahrnehmung herrührt, weil ich ja, um im Raum von einem Punkt zum anderen zu kommen, brauche ich Zeit sozusagen. Aber was, wenn es noch einen Bewusstseinszustand gibt, der vielleicht ganz ähnlich ist wie unsere Träume, indem wir existieren überall gleichzeitig, indem wir Prozesse verstehen können, ohne sie durchleben zu müssen, indem wir überall uns und nirgends gleichzeitig sind, so wie jetzt auch Quanten miteinander verschränkt sein können, die sich an den unterschiedlichsten Orten im Universum befinden. Ja, das sind also alles Fragen, die natürlich an unseren Grundüberzeugungen kratzen, was die Realität letzten Endes ist. Und das ist aber wichtig, dass man sich da zumindest auf einen Grundkonsens einigt, denn sonst kann man ja keine Politik machen. Ja, wir haben natürlich diesen Grundkonsens jetzt auch nicht, wir wissen es also auch nicht, können also auch nicht sagen, wie es dann letzten Endes im Universum ist, und wahrscheinlich selbst wenn man es mal wüsste, selbst wenn man mal einen Bruchteil einer Sekunde hineinschauen darf in das Uhrwerk Gottes sozusagen, und selbst wenn man dann genügend Lebenszeit hätte, um das alles zu beschreiben, was man dann verstanden hat, dann wäre es wahrscheinlich in dem Moment, wo man es ausspricht, schon wieder unwichtig, weil es sich schon wieder weiterentwickelt hat. Aber auf jeden Fall ist das eine interessante Frage, wie ein multidimensionaler Bewusstseinszustand aussehen könnte, wie das Leben nach dem Tod aussehen könnte, wie der Bewusstseinszustand von Außerirdischen aussehen könnte. Ich meine, wenn wir uns darüber Gedanken machen, mit Außerirdischen oder mit Wesen, wie auch immer, Kontakt aufzunehmen, dann sollten wir vielleicht auch uns darauf gefasst machen, dass wir da noch ganz schön viel dazu zu lernen haben, bevor wir überhaupt in der Lage sind, mit denen zu kommunizieren. Ja, das sind also alles Gründe, warum ich denke, warum das für Exopolitik interessant ist. Aber nochmal, ich will das auch ganz klar sagen, wir sehen eigentlich unsere Hauptaufgabe darin, zuverlässige Informationen über das UFO-Thema zu verbreiten und über alle relevanten Themenbereiche, die damit zu tun haben, freie Energie, Bewusstseinsfragen, solche Sachen. Und die Transkommunikation ist ein kleiner Baustein, den wir uns nähern, aber nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt so, sondern dass wir sagen, es ist zumindest interessant, sich das mal anzuhören. Und jeder soll sich seine eigene Meinung dazu bilden. Also wir wollen da niemanden davon überzeugen, dass das hier so ist. Und das wollte ich nochmal ganz deutlich hervorheben. Okay, also ein kleiner Teil der Exopolitik-Aktivitäten ist Transkommunikation. Was passiert denn im Rest? An was arbeitet ihr sonst noch so? Was kann man in nächster Zeit erwarten? Also wir haben natürlich ganz viel damit zu tun, uns selbst zu organisieren. Im Moment, wir haben festgestellt, dass unsere Exopolitik-Webseite aufgrund der vielen Besucher ziemlich langsam läuft. Also wir haben über 7500 Besucher am Tag, klingt jetzt nicht so viel, aber wenn die dann auch in der Community aktiv sind, das macht die Webseite deutlich langsamer. Das sind also Sachen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und ansonsten sind wir auch dabei, viele interessante Themen aufzuarbeiten. Ich kann jetzt im Detail leider nicht viel sagen dazu, weil da jetzt gerade verschiedene Projekte laufen und wir müssen erst mal sehen, wohin die gehen. Aber ich werde bald in Österreich sein zu einem Vortrag in Salzburg und ich werde auch beim Regentreff im Oktober dabei sein in Deutschland. Und das sind viele, sage ich mal, viele interessante
Kontakte, die sich da auftun, insbesondere auch mit Universitätsprofessoren und Wissenschaftlern. Eine Frage, die übers Forum kam, in Bezug jetzt nicht auf Transkommunikation, sondern eben auf die Sendung über Exopolitik heute. Novelty-Theorie. Kannst du damit irgendwas anfangen? Nein. Nein, ich eigentlich jetzt auch nicht. Ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt. Also ich konnte jetzt mit Novelty-Theorie so nichts anfangen. Novelty-Theorie. Ja. Mir war nicht ganz klar, was auf Deutsch oder Englisch geschrieben hat. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Die Theorie hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Okay. Nun gut, ich wollte die Frage einfach mal weitergeben, ob du... Ja, es ist aber eine sehr interessante Theorie, die von einem Terence McKenna, das ist auch eine sehr abgefahrene Geschichte eigentlich, von einem Terence McKenna in den USA ersonnen wurde, als er gerade psychoaktive Pilze im Urwald zu sich genommen hat. Da sei ihm ein Wesen erschienen, das ihm das alles erklärt hätte. Und er hat dann aus dem I Ching und verschiedensten, also es ist eine sehr abenteuerliche Theorie, hat er ein System zusammengebaut, was ihm erlaubt, bestimmte Zeitqualitäten darzustellen, die zu bestimmten Zeiten herrschen. Seine Theorie, also die Novelty Theory, geht davon aus, dass zu bestimmten Zeitpunkten immer wieder periodisch viel Neues in die Welt kommt, also die Zeitqualität derart gestrickt ist, dass eben periodisch immer wieder was passiert, was die Evolution von Bewusstsein voranbringt und auch, dass Zeit im Grunde was Fraktales ist, also man kann jeden Ausschnitt dieser Kurve, dieser Novelty-Kurve da vergrößern und kommt wieder bei derselben Kurve raus, was ich sehr spannend finde, weil wenn das fraktal ist, dann muss da wirklich was dahinter stecken. Und und es lassen sich also zumindest nach den Forschungsergebnissen von einigen Leuten, lassen sich da auch interessante Korrelationen finden. Übrigens, das Konzept der fraktalen Zeit, die periodisch wiederkehrende Zeitqualitäten mit sich bringt, das finden wir ja auch im Tolkien, also im Maya-Kalender, wo bestimmte Entwicklungen durch Unterwelten und Oberwelten und verschiedene Zeitqualitäten eben angestoßen werden. Also das ist eine Übereinstimmung, die ich sehr interessant finde, und ich kann mir vorstellen, wenn, also so ein kleines Gedankenexperiment, wenn ich eine Ameise bin, die in einem Schuhkarton sitzt und in diesem Schuhkarton gilt Raumzeit, so wie bei uns, und dann ist aber noch jemand, der vor dem Schuhkarton steht oder den vielleicht unterm Arm trägt und für den gibt es keine Raumzeit, dann ist es bestimmt auch interessant zu verstehen, wie für den die Raumzeit, was für den eigentlich Zeit ist, ob es für den überhaupt gibt oder ob er darauf herabblickt, wie ein höher entwickeltes Wesen auf ein niederentwickeltes Wesen herabblickt. Ich weiß es nicht, aber ich finde die Frage, ob Zeit nicht dann doch irgendwie auch Qualitäten hat, finde ich irgendwie immer wichtiger, muss ich sagen. Okay. Battle of L.A. ist ja im Kino jetzt angekommen, auch hier in Österreich und in Deutschland. Ich glaube in Österreich auch. Die wenigsten wissen aber, was da eigentlich dahinter steht. Ihr habt da einen recht interessanten Artikel auf eurer Website. Hast du den Film schon gesehen? Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe allerdings Kritiken gelesen und da steht drin, dass es sich eigentlich, und zwar habe ich das auf Stern oder Welt oder so online gelesen, dass es sich im Grunde um eine Werbeveranstaltung für die US Marines handelt. Jede Menge Schiffe und Panzer und Flugzeuge, die dort zur Verfügung standen. Das weiß man also, dass das Pentagon mit Hollywood kooperiert. Und warum sie das jetzt gemacht haben, ich weiß es nicht. Es wird ja mal wieder am Ende als Bedrohung dargestellt. Aber Fakt ist, dass die Battle of Los Angeles tatsächlich stattgefunden hat, wenn es auch nicht wirklich eine Battle war. Also am 25. Februar 1942 wurde da etwas gesehen über Los Angeles. Es soll ein riesiges UFO beobachtet worden sein, das über 1,5 Stunden über Culver City in Kalifornien geschwebt ist. Tausende Flugabwehrgeschosse sind wirkungslos abgeprallt an diesem schätzungsweise 500 Fuß großen
Fluggerät und es gibt auch ein Foto, das inzwischen legendär ist, wo also Suchscheinwerfer auf dieses Objekt zwischen den Wolken gerichtet sind. Man erkennt da also diese Scheinwerfer und das Objekt und es wäre natürlich sehr spannend gewesen, dabei zu sein. Also das ist ja dann schon eigentlich was, was man, ich meine, wenn dieses Objekt stundenlang dort in der Luft hängt, dann schwebt es langsam Richtung Long Beach, gerät dort wieder unter militärischen Beschuss und fliegt dann wieder zurück Richtung Seal Beach und verschwindet dann auf einmal, kommt in Sekundenschnelle zurück nach Culver City. In der ganzen Zeit wird das Objekt beschossen und dann verschwindet es. Also das ist ja schon eigentlich, sage ich mal, es wirkt auf mich wie so ein missglückter Versuch des Erstkontaktes. Ja, das waren wahrscheinlich Außerirdische, die vorher nicht das Radioprogramm gehört haben oder nichts davon mitbekommen haben, dass gerade der Zweite Weltkrieg tobte oder sowas. Und die also die Friedfertigkeit und Vernunft der Erdenbewohner völlig überschätzt haben, ganz offensichtlich. Also anders kann ich mir es nicht erklären, dass die wirklich stundenlang sich dort beschießen lassen, bevor sie dann endlich wieder abrücken. Es gab ja auch, glaube ich, 3 Tote unter den Zivilisten aufgrund dieses Dauerbeschusses. Ne, das sind ja unglaublich viele Munition, die kommt ja irgendwo wieder runter. Aber haben, glaube ich, einen Herzinfarkt erlitten. Also ein du sagst, ein relativ mittelmäßiger Film über ein Ereignis, das aber durchaus interessant wäre, schaut, dass man das nicht... Das Ereignis an sich war ohne Zweifel sehr spannend. Ich habe aber den Film noch nicht gesehen und ich kann gar nichts weiter zu dem Film sagen. Okay. Wir kommen natürlich schon ziemlich ans Ende der Sendung. Ich meine, Disclosure ist natürlich dieses große D-Wort, das wir da... das natürlich immer wieder auftaucht. Ich glaube inzwischen, dass Disclosure genau dann passiert, wenn wir die Informationen, die bereits vorhanden sind, wirklich wahr und ernst nehmen. Aber okay, that's just my 5 cents. Letztens gab es wieder diesen toten Alien-Fund in Russland. Ja, also diese Story muss man einfach einmal so stehen lassen. Weißt du, von was ich spreche? Dieses Video? Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, das Video ist sehr seltsam. Aber ich erwähne das deshalb, weil noch seltsamer fand ich, hast du die Bankshow auf Fox dann gesehen, die sich aufgrund dieses Videos dann entpuppt hat? Nein. Kennst? Ja, das ist sehr interessant, weil also auf Fox hat man dann, die Story ist seltsam, aber die Reaktion auf Fox TV oder Fox News war fast noch seltsamer. Dort hat man also gesagt, nachdem man also diese UFOs, von denen die beiden da geredet hat, nirgends gefunden hat, hätte man sich das Video noch einmal angeschaut und ist dann draufgekommen, es war ein Huhn. Also man hat nicht die Idee gehabt, dass man vielleicht sich das vorher mal anschaut und dann gleich feststellt, dass es ein Huhn ist. Anscheinend war dieses Ding gar nicht mehr weg, gar nicht mehr da. Also eine ganz seltsame Story. Und wie gesagt, die Reaktion von Fox News ist eigentlich noch viel seltsamer eigentlich als die ursprüngliche Story. Ich meine, das kann man eigentlich... Also ich habe dazu auf Spiegel Online gelesen, dass die Polizei anhand der IP-Adresse, von der aus das Video hochgeladen wurde, den Urheber... dingfest gemacht hat und dass es sich deshalb als Fälschung herausgestellt hat und es sei nur aus Knetmasse und Hühnerhaut zusammengebaut gewesen, das Alien. Mhm. Aber sehr interessant finde ich, also wenn das nicht eine komplette Falschmeldung ist, und das finden wir im UFO-Sektor öfter mal, ich habe auch in meinem Vortrag auf der DGUFO-Tagung kürzlich detailliert dargestellt, wieso es Hinweise darauf gibt, dass wir von Desinformationen nur so verschaukelt werden in den Massenmedien. Also wenn das nicht eine vollständige Falschmeldung ist, dann finde ich das doch sehr interessant, wieso sich die Polizei in Sibirien für so einen verrückten UFO-Spinner interessiert, ja, ja. Die eigentlich sich dazu genötigt fühlen, eine IP-Adresse ausfindig zu machen von so einem Video. Das naja. Ist schon interessant. Naja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch irgendwie ein Gesetz, dass man nichts faken darf, wenn man sonst den Staat irreführt oder so. Ich meine, warum ich das auffinde, das Beispiel ist, also solange auf diesem Niveau drüber gesprochen wird, also solange auch im Prinzip auch solche seltsamen Videos ins Netz gestellt werden. Ich sage mal, das ist zu 99% ein Fake. Jetzt einfach, weil es halt leider mal so ist, dass meistens solche Dinge dann fabriziert werden. Aber man kann es natürlich nie hundertprozentig sagen. Das ist ja das Problem dabei. Aber die Reaktionen drauf, dann sind ja wirklich völlig seltsam. Ja, also auch dieser Fox-Beitrag, wie die dann drauf reagieren und auch die Beiträge selbst sind dann in sich nicht einmal mehr stimmig. Ja? Also man braucht überhaupt nichts über dieses... Ja, ich habe auch,
Entschuldigung, Alien Home zu wissen. Die Meldung gehört, ein Rentner aus den USA hat eine UFO-Meldestelle aufgemacht. Da kann sich jetzt jeder melden. Das ging weltweit durch die Presse und ich frage mich, warum eigentlich? Es gibt doch in den USA MUFON, es gibt professionelle UFO-Forschungsorganisationen, genau wie in Deutschland auch. Es gibt GEP, DGUFO und MUFON CES und wir hören immer nur von dem Kaufmann Werner Walter aus Mannheim. Ja, das ist wahrscheinlich der Einzige ist. Ja, das ist wahrscheinlich der amerikanische Kollege von dem Herrn Walter, der jetzt durch die Weltpresse gegangen ist. Der nächste Staubsauger für gute Informationen. Ne? Leute machen eine Sichtung, können sich das nicht erklären, schicken das dann an den UFO-Experten und der erzählt ihnen dann, ach, das war eine Frisbee-Scheibe oder ach, sie veräppeln mich ja nur. Ja. Da sieht man aber, wie wichtig es ist, dass wir ein Gegengewicht brauchen. Das wollte ich noch ganz kurz loswerden. Das ist ja der Grund, warum wir das Exo-Magazin haben, weil wir versuchen, Informationen und Fakten weiterzutragen und auch in unserem Exo-News-Bereich Informationen so professionell aufzuarbeiten, dass sich bis jetzt noch nie ein Journalist daran gestört hat. Im Gegenteil, nehmen die das sehr dankbar auf, lernen viele Sachen dazu, die sie vorher über die Nachrichtenagenturen gar nicht erfahren haben und sind ganz schön erstaunt. Also ich habe auch schon mit so ein paar Journalisten darüber geredet. Exopolitik wird die öffentliche Wahrnehmung des UFO-Themas in der Öffentlichkeit natürlich verändern und wir hoffen sehr und werden auch alles dafür tun, dass es in Zukunft sich auch weiter so gestaltet. Ja, und dazu wünsche ich euch natürlich jeden erdenklichen Erfolg und wir sind am Ende der heutigen Sendung wieder angelangt und ich danke dir, dass du dir wieder mal die Zeit genommen hast, uns hier ein Update zu geben. Und ja, ich hoffe, wir können dann im nächsten Jahr wieder sprechen und dann schauen wir, was sich da so tut. Im nächsten Jahr wird es ja dann wahrscheinlich irgendwie spannend werden, oder? Was erwartest du da irgendwas für das nächste Jahr? Es kommt immer was Spannendes. So ist es. Und so wird auch 2012 da keine Ausnahme bilden. Ich danke dir, Robert, und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Exopolitik. Immer wieder ein sehr spannendes Thema hier. Das nächste Mal Crop FM ist eine Spezialausgabe, also die ist nicht live. Und zwar ist das ein Interview mit dem Entführungsopfer Heike Habel. Das ist dann ab dem 6. Mai downloadbar. Und die nächste Live-Sendung ist dann am 20. Mai 2011 zu hören. Grazina Foser und Franz Bludorf über das Thema UFO-Erfahrungen. Das heißt, ein Schwerpunkt für dieses Phänomen jetzt in den nächsten Wochen. Und Robert Fleischer hat heute den Auftakt gemacht. Ja, ich bedanke mich bei allen sehr schön fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns dann wieder live am 20. Mai und die Spezialausgabe am 6. Mai. Ja, bis dann und macht es gut.